So, hallo. Da kommt sie wieder, die beste Frau der Welt. Kannst du helfen? So, der Ehemann hat gesagt, ich darf nur bis Bauchnabel filmen. Also müsst ihr jetzt hübsche Schuhe und eine super schlabberige, bequeme Jogginghose ertragen. Von oben bis Bauchnabel. Das hast du nicht gesagt. Du hast nicht gesagt von oben bis Bauchnabel. Du hast nur gesagt, wenn du mich filmst, dann nur bis zum Bauchnabel. Von oben bis Bauchnabel. So, also Community. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt müssen wir schnell mit in die Hocke gehen. Hallo. Sag, guten Morgen um 8.08 Uhr am Mittwoch. Gute Nacht. Oh, stimmt gar nicht. Guten Morgen um 8.08 Uhr am Dienstag. Gute Nacht. Ja, der Ehemann verpieselt sich jetzt ins Bett und überlässt mir die ganze Arbeit hier. Ich war einkaufen. Ich war auch fleißig. Du warst mit dem Hund. Ich habe fleißig Geld verdient. Ah. Die ganze Nacht über. Da seht ihr das fleißige Geld. Da, fleißiges Geld. Kinders, der Einkauf hat gekostet 77,65 Euro. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist kurz nach 8 am Dienstag. Ich war schon bei Pennymarkt. Es war eigentlich recht angenehm, weil kaum irgendwer da war. Ein paar Schulkinder und zwei Senioren. Aber ansonsten war leer. Der Weg dahin war auch in Ordnung. Ich bin anders gefahren als sonst, damit ich nicht an der Hauptverkehrsstraße lang muss. Bin ich einen anderen Weg gefahren. Gut, ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe und für was. Es ist ein Badeteppich geworden. Ein Chenille. Chenille. Was hätte es denn ursprünglich werden sollen, wenn es denn nur ein Badeteppich geworden ist? Wieso nur ein Badeteppich? Vielleicht ist das eine Verbesserung zu dem, was es eigentlich geworden wäre. Was wäre es denn eigentlich? Ja, vielleicht wäre es ja ein Klovorleger geworden. Finde ich jetzt schlimmer. Oder ein Klodeckelbezug. Oder einfach nur ein Waschlappen. Oder ein Waschlappen. Hallo. Hier wird sich nicht gezickt. Runter. Also, es ist ein Chenille. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Badeteppich. Auf jeden Fall ist er wundervoll. Wundervoll mit so Zotteln. Und die sind super flauschig und super weich. Ich habe den schon angefasst. Da war einer ausgepackt im Regal, in der Grammelkiste. Und er ist so weich. Da freue ich mich schon drauf, den hinzulegen und meine Füße da so rein zu blöcken. So, also ein Badeteppich. Zwei Schneidebretter. Ich habe erst an der Kasse gesehen, dass es nicht eine Packung mit zwei Brettern ist, sondern zwei Bretter einzeln, weil hier diese Dinger waren genau übereinander und die pappten auch so ein bisschen aneinander. Da, die sind mit so Klebenupsis so, egal. Jetzt habe ich zwei Schneidebretter aus, was ist es denn? Holz. Holz, ja, Bambus. Genau, da steht es, Bambus. Bambusholz. Ich finde die sehr schön. Und jetzt habe ich mal große Bretter. Ich habe sonst immer nur so kleine Frühstücksbrettchen. Jetzt habe ich große, wo ich mal ordentlich Fisch und Fleisch und Gemüse drauf schneiden kann. Weiter geht's. Wer hat es vermisst? Wer weiß, was es ist? Oh, schreibt es in die Kommentare. Was ist es? Was ist es? Das Frühstücksfleisch für den Sohnemensch. Und ich sehe ganz genau, wer jetzt erst in die Kommentare schreibt, nachdem er das gelesen hat. Das sehe ich. So, zwei Dosen Frühstücksfleisch, allerdings nicht komplett alleine für den Sohnemensch, denn da mache ich auch Nudelsuppe mit. Mit Gemüse und Asian-Nudeln und dann kommt da das Fleisch noch mit rein. So, eine Scheibe, Zentimeter dicke Scheibe und dann schmeckt das lecker. Auch für die Asia-Suppe Maiskölbchen. Für so zum Leckeressen habe ich gesehen, hat Pennymarkt, ich war bei Pennymarkt, Entschuldigung, ja doch, das habe ich schon gesagt. Boah, ich bin... Da steht mein Kaffee. Ich habe ihn noch nicht getrunken. Kirschpaprika gefüllt mit Frischkäsecreme. Zwei Backungen. Ohne Oliven und ohne Chilis drin. Gibt's bei Pennymarkt super lecker. Äpfel, Kinders. Äpfel. Und was könnte man zu dieser Jahreszeit mit Äpfeln wohl machen? Schreibt's in die Kommentare, bevor ich es jetzt sage. Bratäpfel, Kinder. So, dafür habe ich noch Marzipanstangen gekauft, weil Marzipan-Rohmasse gibt es noch nicht. Das ist zu früh im Jahr. Es ist ja noch kein Weihnachten, sagt der Verkäufer zu mir. Ist aber
Es ist ja noch kein Weihnachten. Schon alles voll mit Weihnachtssachen. Also ich konnte an fast keinem Regal vorbeigehen, ohne irgendwelches Weihnachtsgedöns. Mal abgesehen davon, dass das ja auch Weihnachtsgedöns ist. Gut, kommt halt diese Marzipan in diesen Apfel. Mir egal, Hauptsache Marzipan. Und dann kommen da noch Rumrosinen rein. Die habe ich noch im Schrank, selbst eingelegte Rumrosinen. Oh ja, die sind lecker. Und dann gibt's Bratapfel. Ein Päckchen teure Hefe, weil meine Hefe ist leer und die günstige Hefe gab's jetzt nicht. Und da ich backen möchte, gibt's diese Hefe. Weiter geht's, ganz viel Kochschinken für den Ehemann. 4 Pakete. Ja, 4 Pakete. Geflügelfleischwurst als Aufschnitt. Hähnchenkochschinken für mich, da hatte ich jetzt mal Lust drauf. Und richtig riesige Kastanien. Esskastanien. Esskastanien erkennt ihr übrigens daran, dass die hier oben so einen Zipfel haben. Quasi eine Aufreißlasche. Und Rosskastanien haben das nicht. Die haben also alle hier so einen Nupsi. Verwechselt die bitte nicht. Rosskastanien sind giftig. Wenn ihr selber irgendwo welche sammeln geht, guckt immer, dass die hier oben dieses Nupsi-Ding haben. Also, da habe ich hier die habe ich als erstes rausgeholt. Und die, da sieht man es, hat so richtig dieses Zipfelchen. Richtig schöne, dicke. Da freue ich mich drauf, die zu machen. Ich piekse die immer auf ein Stäbchen auf und röste mir die über eine Kerzenflamme. Über einer Kerzenflamme. Ja, jetzt kommen bestimmt einige von euch auf die Idee. Oh, dann ist ja Wachs in der Kerzenflamme. Ist Wachs und giftig und bla. Ich bin jetzt fast 40 Jahre alt. Ich habe das jetzt jedes Jahr gemacht. Ich lebe noch. Dafür rauche ich nicht und trinke wenig Alkohol. So, hier sind die Mi. Also Mi heißt schon Nudeln. Also Mi-Nudeln ist jetzt doppelt gemoppelt, habe ich mir sagen lassen. Und so in etwa soll dann unsere Suppe auch aussehen, ohne die Pilze. Die gibt's bei Penny logischerweise nicht, aber wir quirlen dann da ein Ei rein. Und ich habe jetzt hier 2 Pakete Suppengemüse geholt für da rein. Und dann halt die Nudeln. Dann machen wir selber mal die Nudelsuppe. Anstatt immer nur diese Tütchen, habe ich jetzt mal Lust drauf, das selber zu machen. Und der Sohnemensch findet das auch super lecker. Bin ich schon ganz froh. Für den Ehemann habe ich mir gedacht, Gewürzspekulatius, weil die Chips, die er bestellt hat, gab es nicht. Es gab keine einzigen Chips. Das Regal war sowas von leer. Mir schon gedacht, so wer hat denn jetzt übers Wochenende so viel Chips gefuttert? Keine Chips für den Ehemann. Tja, wie gesagt, 2x Suppengemüse. Ich habe geguckt, dass ich die mit dem dicksten Sellerie bekomme, weil ich Sellerie super lecker finde. Für in so eine Suppe ist das super. Dann habe ich noch ein Paket Paprika, 3 Gurken. Dann durften mal wieder mit die Laugenbrioche Rolls, dafür auch das Hähnchen, der Hähnchenaufschnitt, weil ich mir da gleich zum Frühstück was mache. Und 2x American Sandwich Vollkorn. Ja, das war's schon. Also das Teuerste sind natürlich die 2 Sachen da hinten, aber die kaufe ich ja auch nicht jede Woche. Und den Teppich werde ich jetzt gleich auspacken und ins Badezimmer legen. Da freue ich mich, weil im Moment, ich drehe euch mal rum. Im Moment ist, weil es wieder so kalt ist, ist unser Badezimmer auch furchtbar kalt. Und wenn man dann mit nackten Füßen, ich laufe fast immer mit nackten Füßen, meine Winterpantoffeln sind jetzt in der Wäsche und trocknen. Die werde ich dann demnächst auch wieder täglich tragen. Aber wenn ich dann mal barfuß hier rumlaufe und ins Badezimmer muss, dann ist das schon verdammt kalt an den Füßen. Und habe ich mir gedacht, Badematte. Ich habe jetzt seit über einem Jahr habe ich ein Badematten-, Toilettendeckel-, Klo-Vorlegeset online in Beobachtung. Aber das gefällt mir nicht zu 100%. Deswegen habe ich das noch nicht gekauft. Jetzt gab es nur den und ich konnte ihn direkt anfassen und fühlen, wie der sich anfühlt. Und der ist auch quasi Anthrazit, grau, schwarz, irgendwie so. Ich denke mal, der passt ganz gut ins Badezimmer. Das werde ich euch gleich dann noch zeigen. Ich packe den jetzt aus, packe die Sachen alle weg, damit die Katzen die nicht fressen. Und dann zeige ich euch gleich, wie der Bettvorleger, hätte ich jetzt fast gesagt, der Badvorleger aussieht. So sieht der Teppich aus.
Je nachdem, wie man drauf guckt, ist der halt. Wechselt der quasi ein bisschen die Farbe. Ich finde den sehr hübsch. Und ich finde, der passt hier ins schwarz-weiße Bad ganz gut rein. Ja, so sieht's aus. Das war's. Von mir, von hier, für heute. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Hallo, ihr lieben Wesen. Ja, gerade kam eine Hiobsbotschaft vom Ehemann. Ihm ist bei Rewe auf dem Parkplatz der Anhänger kaputt gebrochen. Tja, Radaufhängung kaputt, samt Einkäufe steht er jetzt da. Ich habe jetzt mit meinem Ex-Schwiegerpapa telefoniert, der hat ein großes Auto. Der fährt jetzt hin, lädt die Einkäufe ein und der Ehemann ist ja mit dem Fahrrad da. Der kommt dann mit dem Fahrrad auch wieder zurück, aber der Anhänger muss ja auch wieder hier hin. Ja, es trifft sich natürlich gut so kurz vor Weihnachten. Nicht? ja, müssen wir mal schauen, wie wir das alles geregelt kriegen. Ihr dürft uns gerne unterstützen, wenn ihr da Lust und Geld für habt. Hier ist ein QR-Code und in der Beschreibung packe ich euch mal einen Spendenlink hin. Der Ehemann hatte vor geraumer Zeit mal die Idee. Ich habe das bezüglich des Gartens schon mal eingeblendet. Ich mache das nicht so gerne. Aber jetzt ist es bei uns halt leider auch so weit, so ein Fahrradanhänger kostet halt einiges, wenn er halt stabil genug sein muss. Ach, der Hund ist am Trinken stehen. Was sind das für komische Geräusche? Ja, also ein Fahrradanhänger kostet einiges und in naher Zukunft ist das bei uns halt leider nicht einfach so drin. Ja, müssen wir mal gucken. Also die nächsten Einkäufe werde ich dann auf 3 oder 4 Mal Fahrradfahren aufteilen. Tut mir auch nicht weh. Und je nach Wetter ist halt doof. Aber gut, dann ist das halt im Moment so. Wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann dürft ihr gerne was spenden. Es müssen auch keine utopischen Summen sein. Wir freuen uns über jeden Cent, über jeden Euro und werden das Geld dann für den Fahrradanhänger und teils auch für Anschaffung für den Garten verwenden. Der kostet ja auch einiges. Und wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns ganz doll von Herzen. Und ja, jetzt warten wir auf den Ehemann. Bis gleich. So, der Ehemann hat jetzt gerade die Einkäufe hier abgeladen und muss jetzt nochmal mit meinem Ex-Schwiegerpapa zurück den Anhänger holen, weil die beiden Herren der Schöpfung den Anhänger nicht ins Auto bekommen haben. Weil der Anhänger hat ja eine Deichsel. Naja, ich sag da jetzt mal nichts zu. Der Einkauf hat gekostet, ich weiß nicht, ob es scharf stellt, 87,46 Euro. Also diesmal günstiger, weil auch sehr viel da geblieben ist. Die ganzen Ersatzartikel bis auf Kaffee vom Katzenfutter. Wir haben noch ein paar Pakete. Da hätten wir sonst Ersatzartikel bekommen. Die, habe ich gesagt, bleiben alle da, weil das dann diese kleinen Aluschälchen gewesen wären, die deutlich teurer sind als diese Tüten hier. Gut, dann mache ich das jetzt mal alleine mit euch. Einmal das Genießer-Menü in Blau. Das sind dann Fischsorten. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen leckeren Aufschnitt. Und hier haben wir Hähnchenkassler. Ich ja so viele Kartoffeln noch habe vom letzten Einkauf. Ich hatte ja so einen 10 Kilo Sack Kartoffeln. Dann gibt es dann Kassler mit Kartoffel und Rotkohl. Weiter geht's mit dem Aufschnitt wieder den leichten Rohschinken. Ich finde den sehr, sehr lecker. Lachsschinken, auch super lecker. Ja, leichter Rohschinken. Ja, habe ich vergessen rauszunehmen und habe ja dann den gekauft. Jetzt haben wir 2. Gut, komme ich was länger mit dem Aufschnitt aus. Dann habe ich nochmal geholt Zwiebelmett, Schinken-Zwiebelmettwurst. Finden wir 3 auch alle super lecker. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ist hier drin. Ach, das gemischte Hackfleisch. Was kriegen wir hier wieder? Liebesbriefe. Hackfleisch gemischt. Schön. Also gemischtes Hackfleisch für Cannelloni. Zeige ich gleich auch noch. Also hier ist noch ein zweites Paket. Kassler. Weil der Sohnemensch ist ja auch mit. So, ein Paket Gouda gibt es dann nochmal. 2 Zucker.
Ob jetzt für des Ehemanns Kaffee oder zum Verbacken, es geht ja auf Weihnachten zu, dann backe ich auch wieder mehr Plätzchen. Habe ich bisher noch nicht. Ihr habt also noch nichts verpasst. Ich kam noch nicht dazu. Das wird aber noch gemacht und dann nehme ich auch die Kamera mit und zeige euch dann, wie ich Plätzchen backe. Es wird ein ganz effenes Plätzchenrezept. Nur unsere Ausstechförmchen sind ein bisschen besonders. Ich habe noch welche gekauft, da warte ich noch drauf, dass sie geliefert werden. So, eine Packung Cannelloni, die fülle ich dann mit Mozzarella und was wollte ich denn da noch reintun? Ich weiß es gerade nicht mehr. Achso, das Hackfleisch, genau. Jetzt, also Cannelloni gefüllt mit Hackfleisch, da mache ich dann so kleine Kügelchen und stopfe die da rein und halt die Mini-Mozzarella-Kugeln. Da habe ich extra zwei Pakete von. Und dann kommen die in die Auflaufform mit Käse überbacken. Super lecker. Zweimal den körnigen Frischkäse. Da hatte ich jetzt auch mal wieder Lust drauf. Und Heringsfilet in Sahnesoße. Oh, dann mache ich mir auch wieder lecker Kartoffeln. Ich muss ja die Kartoffeln loswerden, bevor die anfangen, gammelig zu werden. Und ich esse den, weiß ich nicht, ein, zwei, vielleicht dreimal im Jahr. Ich finde den mega lecker. Aber ich vertrage den nicht so gut. Ich kriege dann immer Magenbeschwerden, deswegen esse ich den nur so selten. So, hier ist der Rotkohl fürs Kassler. Der Ehemann war dann noch drinnen, hat Leergut weggebracht und sich eine Tüte Chips geholt. Chili Cheese Fries Style. Die hatten wir bisher noch nie. Die ist bestimmt neu. Ja, schön. Da werde ich auf jeden Fall mal probieren, ob die schmecken. Aber ich bin ja nicht so für Käsechips. Ich finde immer, das ist so wie abgehobelte Füße. Ich finde das nicht so lecker. Den französische Kräuter kam wieder mit. Und der Paprika Chili durfte wieder mit. Mein Sohn isst im Moment sehr gerne den mit Kräutern. Dann habe ich gesehen, Bellmandel gibt es jetzt im Glas. Finde ich richtig super. War bisher immer nur in Plastik. Und jetzt mal im Glas und im Angebot. Deswegen habe ich Bellmandel gekauft. Zweimal Kaffeeweißer für des Ehemanns Kaffee. Nochmal zweimal die Holunderblüte-Sirupse ohne Zucker. Eine Pflanzenmargarine. Auch zum Backen nehme ich die. Ich nehme keine Butter, sondern Margarine. Wird genauso gut. Drei Vollkorn-Sandwiches. Ich weiß, heute Morgen bei Pennymarkt habe ich auch schon Vollkorn-Sandwich geholt. Wird eingefroren, wird nicht schlecht und es wird hier wirklich viel gegessen. Wenn der Sohnemensch jetzt ja auch wieder zur Werkstatt regelmäßig fährt, dann kriegt er immer vier Scheiben Brot mit, Frühstück und Mittagessen mit noch irgendwas Gemüsigem dabei. Dann ist das Brot schnell weg. So, Senseo Kaffee Latte einmal. Hallo, Kater. Ein Blumenkohl. Ich freue mich schon drauf auf Blumenkohl mit Kartoffelpüree. Dann 2 Liter Milch, 1,5% Fett für den Ehemann. Eine Mayonnaise kam jetzt diesmal wieder mit, hatten wir jetzt auch schon ein bisschen länger nicht. Wir haben immer noch, glaube ich, eine Tube Mayonnaise, wo wir zu meinem Geburtstag mit meiner Mama Raclette gemacht haben. Also wir haben jetzt in der ganzen Zeit, 2 Wochen, nicht wirklich viel Mayonnaise gegessen. Ich bin sehr stolz. Tortelloni, Ricotta Spinat und Prosciutto. Und zu guter Letzt kam für unsere Tassimo auch mal wieder was mit Latte Macchiato Classic. Das sind die Ersatzartikel. Und Latte Macchiato Karamell. Den wollte ich eigentlich zweimal haben. Das ist der Ersatzartikel. Den hätte ich gerne zweimal gehabt, aber gut. Und einmal den Toffeenat Latte. Der ist auch sehr lecker. Ja, das war es dann schon für fast 90 Euro. Das ist der Wahnsinn, wie schnell das Geld dann puff weg ist. Ja. Dann haben mein Mann und ich uns überlegt, werden wir einmal im Monat in die Niederlande rüberfahren, in den Plusladen, der ist nur, weiß ich nicht, 4 Kilometer von hier, mit dem Fahrrad rüberfahren und mal ein paar niederländische Artikel kaufen. Das werden wir einmal im Monat machen. Immer dann, wenn das Wetter das halt zulässt und unsere Zeit und der Geldbeutel. Wenn ihr da auch Interesse dran habt, dann lasst mich das gerne wissen. Dann filme ich das für euch auch mit, wenn es auch dann nur ein paar Artikel sind und nicht so ein Rieseneinkauf.
Und ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt oder nur bei uns hier. Wir haben einen Laden, der heißt Gas. Das ist ein Kühlladen. Also da gibt es alles, also hauptsächlich, hörst du mal auf, die Sachen runterzuschubsen. Da gibt es hauptsächlich gekühlte Sachen. Käse, Wurstaufschnitt, Tiefkühlsachen, also weiß ich nicht, Kilo, Säcke, Chicken Nuggets, Schnitzel, Cordon Bleu, alles, was man sich vorstellt, was man in der Kühlabteilung kauft. Joghurts, Puddings, Milch, all sowas. Die haben auch hier und da schon mal Non-Food-Artikel, Wasserkocher, Toaster und sowas. Aber hauptsächlich halt diese gekühlte Ware. Und da möchten wir auch wieder mindestens einmal im Monat hin, weil es da einfach günstiger ist. Die Sachen sind teilweise kurz vorm Ablaufdatum, vorm Mindesthaltbarkeitsdatum. Und das heißt ja nicht, dass die Sachen dann am nächsten Tag direkt schlecht und tödlich sind. Wir sind da nicht so. Und gerade die eingefrorenen Sachen, die halten sich ja länger als das Haltbarkeitsdatum. Und von daher bisschen günstiger an Lebensmittel rankommen. Und bei Cars hat man dann auch schon mal Puddings und so, die es so bei uns im Laden nicht gibt, sondern die dann aus den Niederlanden kommen. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt. Fanden wir ganz interessant, uns da auch mal ein bisschen quasi durchprobieren zu können. Also wenn ihr Lust habt, dann lasst mich das gern wissen. Dann filme ich euch das auch mit, wenn wir da einkaufen waren. Entweder hänge ich das dann hier an so ein normales Einkaufsvideo dran. Oder ich mache den Plusladen und Cars zusammen in ein Video, weil sonst wird das zu kurz. So viel will ich da nicht einkaufen, dass das so ein ganzes langes Video füllt. Ja, da wisst ihr Bescheid. Wie gesagt, gerne alles in die Kommentare. Ich blende euch hier mal ein Hashtag ein für, wie hatte das jemand so schön geschrieben? Unterstützungskommentar. Dann machen wir das mal. Ich habe das bei jemandem gesehen und fand das eine super Sache. Wenn man nicht weiß, was man schreiben soll, dann gibt es hier jetzt ein Hashtag und dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben oder lasst mir ein Herzchen da oder ein Apfel oder was auch immer hier beim Einkaufen zum Beispiel gesehen habt, was es in den Emojis gibt. Das fände ich ganz süß. Und dann dürft ihr mir gerne Kommentare da lassen. Ich freue mich immer über Kommentare. Ich finde das so süß. Das finde ich fast noch besser als Däumchen nach oben. Die dürft ihr auch da lassen. Ihr dürft alles. Und für Leute, die meine Videos nicht mögen, ihr müsst 3-mal auf den Daumen nach oben klicken. Sonst funktioniert das nicht. 3-mal auf den Daumen nach oben. Dankeschön. Bis dann.